Hallo, ich bin der Blechern Alex. Ich möchte euch heute mal zeigen, was es bei mir so alles gibt. Ich zeige euch bewusst nur einige Teile, denn ich möchte ja, dass ihr auf meiner Webseite nachschaut. Meine Webseite ist www.messerschmiede.bayern. Das würde mich freuen, wenn ihr da öfter drauf schaut oder vielleicht die Seite auch liked und mich weiterempfehlt. Ich fertige Messer in reinster Handarbeit mit handgenähten Lederscheiden, mit Griffen aus Holz, Knochen, Horn und vielen mehr. Das kann zum Beispiel so aussehen. Das ist jetzt ein Messer mit der Büffellederscheide, mit der Klinge aus Wolframstahl, Kamelknochen, die Sohle vom Kamel und Thujawurzel. Und die Lederscheide ist aus Büffelleder. Solche Messer kann man bei mir auch in Kursen fertigen. Das heißt, ihr kommt morgens und geht abends mit einem komplett fertigen Messer nach Hause, das ihr mit meiner Hilfe selber hergestellt habt. So einen Tag werdet ihr niemals vergessen, das kann ich euch garantieren. Was ich noch anbiete, ist Schmuck in Verbindung mit Knochen und Holz. Das ist jetzt ein Gamsfußknochen oder hier. Schmiedebronze in Verbindung mit Holz. Oder hier eine Klaue von der Gams in Verbindung mit Holz. Auch sowas, solche Schmuckstücke könnt ihr auch mit mir zusammen in einem Kurs herstellen. Oder halt auf meiner Internetseite erwerben. Alles, was online ist, kann auch erworben werden. Ein Schwerpunkt liegt noch auf Kupfer. Ob Kupfermesser oder Kupferschmuck. Denn Kupfer hat schon eine hohe Wirkung. Die ist zwar wissenschaftlich nicht bewiesen, aber es gibt so viel, was jeden Tag passiert, wo es keine Erklärung für gibt und trotzdem ist es real. Was es bei mir noch gibt, ist verschiedene Produkte aus Leder, wie so ein Geldbeutel aus semi-gegerbtem Hirschleder. Also einfacher und rustikaler geht es ja nicht. Oder eben Felle. Felle, die hier in der Region anfallen beim Schlachten. Ich bin dann da dabei. Sortiere die Felle aus, schneide sie schon mal grob zu, vernähe eventuell schon mal Risse, konserviere sie dann und wenn ich genug beisammen habe, bringe sie zu einer alten ländlichen Gerberei, wo sie traditionell gegerbt werden. Was bei mir erworben wird, ist immer handwerklich gefertigt. Wenn es geht, aus der Region. Ich habe auch Sachen, wo nicht aus der Region sind, aber dann kenne ich immer die genaue Herkunft und habe es immer selber bezogen. Also, unter www.messerschmiede.bayern könnt ihr alles sehen, was ich fertige und euch genau informieren. Würde mich freuen, wenn ihr mich weiterempfehlt oder die Seite sogar liked, wie ihr wollt. Ich danke, bis demnächst. Ciao.